So, da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Tomb Raider The Resurrection mit 0% Fortschritt zum letzten Mal. Ich habe mir gerade mal ein Walkthrough angesehen und die Hebelpositionen verglichen. Und die sind bei uns total unterschiedlich. Und ich glaube, deswegen hat das nicht funktioniert. Weil in dem Walkthrough kam da oben das Monster nicht aus der Tür raus. Sondern, wenn man da drauf gegangen ist, kam eine schöne Musik und es hat sich was geöffnet. Und das war bei uns nicht der Fall. Deswegen müssen wir hier nochmal rein. Diese Schalterkombination ist richtig. Die hat der Walkthrough-Macher auch so gehabt. Dann hier drin. Den rechten konnte ich nicht erkennen, weil das Bild das nicht gezeigt hat. Aber dann müsste es ja wie vorher gewesen sein. Und der muss aber nach vorne. So, dann gehen wir mal, jetzt müsste die Tür schon mal zu sein da oben, genau. Sehr gut, diese komische Tür ist schon mal zu. Dann gehen wir hier nochmal hoch und müssen oben das auch nochmal abgleichen. Und wenn die Tür da nicht offen ist, müssen wir den einen unten, der in dem Walkthrough nicht gezeigt wurde, anders machen. Aber jetzt probieren wir es erstmal so. Und Leute, ich bin echt froh, wenn wir mit diesem Level fertig sind, weil das geht mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Ich denke, das merkt man auch, aber ich bin froh, wenn wir das hinter uns haben. Ganz ehrlich. Es war nämlich schon irgendwie jetzt anstrengend am Ende. Das ist nämlich falsch. Der muss nach hinten. Aber wir haben das doch nach der Lösung gemacht. Oder standen da die Schalter, die nicht gezogen werden sollten? Im Endeffekt ist es mir jetzt auch egal. Ich will einfach nur, dass es funktioniert. Und ich hoffe, dass es funktioniert. Ich kann auch schon kaum noch schwätzen vor lauter Aufnehmen hier. Das ist nicht richtig, weil der muss auch in die Richtung. Und dann ist es wie im Walkthrough. Und dann müsste es auch funktionieren. Das heißt, wir haben irgendwie eine Shit-Position gemacht. Weil das Monster da rauskam. So. Jetzt ist das Gitter aber immer noch zu. Warum ist das Gitter zu? Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Hebel da unten richtig wird. Sonst kriege ich die Krise hier. Sonst kriege ich wirklich die Krise. Bitte drückt uns die Daumen, dass wir das jetzt hinkriegen. Jo. Diese Stelle werde ich immer schlecht im Hinterkopf behalten. Das kann ich euch gleich sagen. Machen wir den nochmal anders. So. Bitte, 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 bitte. Ich muss die Zeit noch stoppen. Fällt mir gerade ein, die Zeit muss gestoppt werden. So. Nein. Wisst ihr was? Wir holen erst das Jade-Secret. Wir holen erst das Jade-Secret. Ich raste noch aus. Wieso klappt das nicht? Mist. Mist. Ja, Mist. Ich habe das jetzt so gemacht wie im Walkthrough, oder ich habe einen Schalter falsch abgeschrieben. Weil ich war zwischendurch auch ein bisschen verwirrt, weil die Perspektiven dann anders waren, wie meine Pfeile dann waren und das war alles irgendwie scheiße. Ich gucke mir das dann nochmal in Ruhe an, aber... Ach, wisst ihr was, wir holen uns jetzt erstmal das Jade-Secret. Vielleicht geht dann unser Herz wieder auf und dann haben wir neuen Elan, das nochmal zu probieren. Ja. Es ist schon echt ätzend. Also das muss man jetzt an der Stelle wirklich mal sagen. Das Rätsel ist sau ätzend. Einfach nur. Und ich will das bis jetzt geschafft haben. Ich will es echt. Es geht mir nämlich tierisch auf die Nerven, dieses Rätsel. Hab noch, glaube ich, noch nie ein Rätsel so gehasst in diesem Tomb Raider-Leben, was ich geführt habe. Oh Gott, wie sich das anhört. Tomb Raider leben, was ich geführt habe. Nee, aber das Rätsel, das geht mir echt gewaltig gegen Strich. Wirklich. Ohne Scheiß. Und jetzt holen wir erstmal das Jade-Secret, okay? Da habe ich nämlich jetzt Bock drauf. Und man darf nicht gegen die Säule springen, weil sonst hält sich Lara nicht fest. Das ist der nächste Ätz an der Sache. Ach, du meine Güte. Hoffentlich kriegen wir das noch hin.
Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir irgendwie an das Jade-Geheimnis kommen. Das wäre doch schon mal ein erster Fortschritt. Weil im Moment sind wir sehr, sehr unproduktiv. Was die letzte Folge und was es bis jetzt die Folge anging. Aber hier draus habe ich gelernt, dass wir hier vorsichtig und langsam runtergehen sollten. So. Ich kann ja dann auch schon mal das Video auf meinem Handy laden und dann kann ich das nochmal nachgucken, ob das bei dem Walkthrough genauso ist. Ich mache schon mal YouTube drauf, dass das nachher nicht so lang laden muss. So, und hier ist irgendwo der Zeithebel zum Jade-Secret. Wir ziehen den jetzt hier mal. Und irgendwo muss ich jetzt... Oder wir können ja gerade erstmal generell gucken, welches Tor sich noch öffnen könnte. Weil irgendwo hier ist das Sade-Secret. Oder Sade-Secret oder was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Irgendwo ist das hier versteckt. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Oder wartet mal. Was ist denn das hier überhaupt? Da kommt man doch bestimmt durch diesen Unterwassergang hin, oder? Weil da ist doch so eine verschlossene Unterwassertür gewesen, wo wir nicht durchkamen. Das könnte auch sein. Hey, ich verstehe überhaupt nichts mehr, Leute. Ich finde kein Secret, ich weiß nicht, wie es weitergeht und komme hier nicht raus aus dem Level. Sollen das? Wer hat sich die Scheiße hier ausgedacht? Um das mal auf Deutsch zu sagen. Ja, klasse. Oh Mann, ich suche jetzt diesen Walkthrough nochmal raus. Walkthrough. Ach nee, ich muss ja Resurrection noch eingeben. Resurrection. Walkthrough. Tomb Raider muss ich noch dazu eingeben, weil sonst kommt's nicht. Es ist alles so anstrengend, Leute. Tomb Raider Resurrection. So, hier. Das ist das meist aufgerufene hier. Oder fast meist aufgerufene. Warum auch? Weil das Level so scheiße schwer ist. Und jeder die Lösung braucht. Meine Güte. Ich suche das gerade noch. Hier. Da finden wir, glaube ich, schon mal das Jade-Secret. Das Secret 2 steht hier. Da müssen wir aber ein bisschen weiterklicken im Video. Ich lasse das mal nebenbei laufen. Ich stelle das bei mir an den Laptop. Und, gehe da gerade mal hin. Ich gucke da jetzt gerade zu und probiere das nachzuvollziehen. Jo. Speichern wir es nochmal ab jetzt. Der macht gerade die ganzen Türen bei diesem Wasserraum auf. Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen weiter vorne gucken nach dem Jade-Secret. Alter, wie der da langjumpt. Ach, das ist vorgespult. Der hat das Secret schon. Ich muss nochmal zurückspulen. So, hier hat er das Silberne jetzt aufgehoben. War das Jade jetzt vorher oder nachher? Ich muss nochmal weiter zurückspulen. Okay. Jetzt hat er gerade die Fledermäuse und jetzt klettert er gerade genau dieselbe Leiter runter, die ich auch runterkletter. Genau da ist er jetzt auch. Und jetzt mache ich das, was der macht. Und dann müssten wir eigentlich zum Secret kommen. So, ja, diese Richtung und hier. Oh Gott, der ist viel zu schnell, weil das vorgespult ist. Da komme ich überhaupt nicht nach. So, jetzt schießt er die Fledermäuse über den Haufen. So, und zieht diesen Schalter hier hinten.
Jetzt ist er doch da. Es gibt für mich alles keinen Sinn. Das habe ich doch auch so gemacht. Oh nein. Ja, ich weiß. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe die Beschreibung wahrscheinlich auch nicht ordentlich gelesen. Und zwar hat das überhaupt nichts mit Zeitschaltern zu tun, sondern wir müssen hier drin einen Block schieben. Der da. Und jetzt hängt das Spiel auch noch so lecker. So, ich suche schon mal den nächsten Walkthrough, dass wir das mal beendet kriegen hier. Das ist es nicht, das ist es auch nicht. Ja, was folgt denn darauf? Das ist hier Folge 14. Ich muss gerade mal meinem Handy das... Aber dann ist es schon mal gut, wenn wir schon mal das Jahr des Secret haben, oder? Ist doch schon mal was. So, und das ist jetzt die Folge 14. Ne, da steht überhaupt keine Folge. Wie kann man die Folgen nicht benennen? Das geht ja gar nicht. Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Ach so, hier. Oh ne, das ist jetzt so ein Riesenblockschieberätsel. Och Leute, ich habe keine Lust mehr. Ach Gott. Okay, wir machen jetzt erstmal dieses Rätsel hier. So, da muss ich nämlich jetzt mich konzentrieren und nicht das Video nebenbei gucken, weil sonst kommen wir auf gar keinen grünen Zweig mehr. Aber Leute, wir haben den Blockbug. Ja? Und da können wir uns ein bisschen abkürzen. Oder auch nicht. Mein Gott, dann halt nicht. Boah, ist das ätzend, Leute. Das ist echt schlimm. Was ist denn mit dem Block hier? Kann man den wenigstens schieben? Ja. Meine Güte. So, haben wir es jetzt. Kann ich den nochmal schieben? Jawohl. Das ist jetzt wirklich wie im Tempel der Katze hier. Von Tomb Raider Unfinished Business. Und dahinter müsste jetzt der Schalter sein. Genau. Und der öffnet, dieser Schalter öffnet dann das Jahr des Secret. Und das habe ich nämlich falsch verstanden. Weil ich die Lösung nur halb gelesen habe. Ja, das wissen wir doch, wo es ist. Ja, super. Da haben wir doch jetzt mal ein Ziel vor Augen, oder? Ich bin begeistert. Wir haben ein Ziel vor Augen. Ich drehe hier noch durch. Wir haben ein Ziel vor Augen. Und da bin ich echt froh drüber. Das ist aber jetzt nicht der richtige Weg. Wir müssen nämlich... Um Gottes Willen. Hier wieder lang. Und hier hoch. Und überhaupt. Und Fackel an. Und... Dann können wir nämlich schon mal das Jahr des Secret holen. Und dann müssen wir das Level noch zum Abschluss bringen. Und das goldene Secret holen. Aber ich glaube, das können wir erst machen, wenn wir ganz kurz vorm Levelende sind. Punkt. Ganz genau so sieht's aus, Leute. Also erstmal hier lang. Und hier wieder runter. Das haben wir ja schon irgendwie tausendmal gemacht in diesem Let's Play, in diesem Level. Und gehen hier unten durch. Weil wir es auch nicht oft genug gemacht haben. Leute, das nervt mich wirklich alles. Es nervt mich sehr. Und hier müsste dann irgendwo, glaube ich, eine Bodenluke sein. Irgendwo, die dann zum goldenen Secret führt. Aber die habe ich auch noch nicht ausfindig gemacht. Also das Level ist mir echt eine Spur zu anstrengend. Falls ihr irgendwo eine Bodenluke seht mit einem goldenen Secret drin, sagt mir einfach Bescheid. Jetzt holen wir uns aber erstmal das Jahr des Secret. Das haben wir uns jetzt aber auch wirklich verdient, oder? Also wenn wir uns das nicht verdient haben, dann weiß ich auch nicht. Aha. So. Das hätten wir. Jahr des Secret gefunden. Und jetzt müssen wir halt zusehen, dass wir das Schalterrätsel hinkriegen und ja, das Levelende jetzt langsam in Angriff nehmen. Das wäre jetzt mein größter Wunsch. Ich suche jetzt mal den Walkthrough nochmal raus und dann mache ich die Hebel nach. Die Hebel, der der Typ drückt oder die Frau, die das aufgenommen hat, das mache ich genauso. Nur irgendwie sind diese Level nicht durchnummeriert. Und das finde ich ein bisschen schade, weil da kann ich das nicht finden.
12 Minuten 50 wird mir das Gold Secret gezeigt. Das gucke ich mir jetzt aber auch. Oder das ist doch das Video, was ich brauche. Mit den Schaltern, genau. Ja, das ist genau die Stelle. Jawohl, wir sind richtig. So. Der nimmt jetzt den Talisman mit. Und geht in diese Tür. So. Und das ist halt so vorgespult. Ja. Okay. Der nach vorne habe ich. Stopp, nicht so schnell, der rennt, weil er es vorspult. Aber das war jetzt richtig so, glaube ich. Ich spule nochmal zurück. Kommt doch kein Mensch mit hier. Also ich zumindest nicht. So. Genau. Sehr gut. Dann hat er den hier gezogen. Okay, da muss er jetzt erst nochmal hinrennen und den Talisman holen. Boah, ist das alles anstrengend. Ja, komm, nimm den Talisman mit. Buff, buff. Ja gut, vorspulen kann ich es auch. Da bin ich auch eine halbe Stunde fertig mit dem Level. So, genau. Das ist nämlich in dieser Richtung richtig. Und jetzt gehen wir schon mal vor, weil der rennt nämlich wieder. Und das können wir gar nicht aufholen, weil wir das nicht vorspulen können. So. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Ja, vorne, hinten. Das muss nach vorne. Stopp. Und das andere war hinten, oder? Ich rede jetzt gerade mit mir. Ich rede immer mit mir selber, wenn ich aufnehme. Von daher. Ich gucke mir es gerade nochmal an. Das müsste dann so richtig sein. Ich gehe jetzt gerade mal in die Position. Stopp. Oh, jetzt habe ich schon wieder verpasst. Ich kann nicht auf beide Bildschirme gleichzeitig gucken. Das ist halt echt, das kann man kaum nachvollziehen, wenn das so schnell vorgespult wird. Kann man kaum nachvollziehen, welche Richtung die Schalter sind. Hinten und vorne. Ja, das heißt, ich muss den nach vorne. Und den anderen auch nach vorne, genau. Und jetzt die Treppe hoch. Das kann ich nicht so schnell wie der, weil ich nicht vorspule. Und jetzt, ach, der muss ja erst noch die Gegner abknallen, genau. Da haben wir jetzt einen Vorsprung, weil das haben wir ja schon gemacht. Und jetzt guckt er, ob der Munition verloren hat. So, und jetzt gehe ich mal auf Pause. Bis ich da bin. Weil sonst komme ich hier nämlich nicht mit. So. Dann gehen wir mal hier rein. So. Ist doch bis dahin schon mal ganz gut, oder? Und jetzt gucke ich, was der macht. Der eine ist nach hinten, der macht da nach vorne, so wie wir es haben. Das ist richtig. Und was war denn mit dem anderen jetzt? Das zeigt er überhaupt nicht. Mann, der ist doof. Jetzt klettert er die Leiter wieder hoch. Boah, ist das anstrengend, Leute. Es ist echt anstrengend. So. Jetzt geht er rein und also den vorne hat er gezogen. Und der linke hat er stehen gelassen und der ist nach hinten. Ist richtig, haben wir richtig gemacht. Ja, genau. Und jetzt müssen wir hier wieder raus. Und der rennt da natürlich jetzt hin, dass man es wieder nicht nachvollziehen kann. Der ist nach vorne und der ist nach hinten. Vorne, hinten. Der macht da nach hinten. Und der andere, das kann ich nicht sehen. Das ist so gemein. Jetzt, nochmal. Die sind beide nach hinten. Das heißt, es müsste jetzt richtig sein. Nein. Aber vielleicht ist das die Secret-Stellung, wisst ihr? Dass man dieser Kombination das Geheimnis aufmacht. Das kann doch sein. Weil der rennt nämlich jetzt zurück. Runter. Setzt den Talisman ein. Hä? Und die Tür ist bei dem offen? Bei mir nett? Wieso ist bei dem die Tür offen und bei mir nicht?
Jetzt kommen bei dem die Gegner erst da hinten, oben. Ich glaube, wir haben das Spiel verbuggt. Aber ich gucke mir jetzt noch an, wo das goldene Secret ist. Der läuft jetzt hier zurück. Da will er nicht runter, weil es gibt noch ein Secret. Und das holt er sich jetzt erst. Dann geht er die Treppen wieder hoch. Und die Seite ist offen. Nein, doch nicht. Oben ist ein Secret. Hier oben drauf. Ist das wahr? Okay. Aber der ist nur da hochgegangen, den Typ abzuknallen. Ist das jetzt dem sein Ernst? Gott, die Folge muss echt langweilig für euch sein. Das tut mir echt leid, aber ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ich gucke jetzt mal, ob das Secret offen ist. Und das ist jetzt die letzte Amtshandlung, weil ich glaube, ich habe wirklich auch schon volle Kanne die Folge überzogen. Und es hat schon wieder nichts gebracht. Ich glaube, ich erspare euch eine Folge davon. Ja. Wo war das jetzt genau? Ich gehe da jetzt mal hin und guck mal, ob wir da das Secret holen können. Es tut mir echt leid, dass die letzten zwei Folgen so ätzend für euch geworden sind. Es tut mir so leid, aber ich bin hier total überfordert. Und ich weiß auch nicht, ob ich nicht irgendeine Folge davon rausschmeiße, weil in der letzten haben wir ja gar nichts geschafft. Ich glaube, die schmeiße ich raus. Da müsst ihr euch das nicht noch eine Folge länger antun. So, hier drunter ist er durchgekrabbelt. Und da hat er nämlich das goldene Secret geholt. So. Jetzt müssen wir warten. Oder ich kann ja selbstständig auch mal gucken, ob sich irgendwas getan hat. Nee. Hier. Auch nicht. Aber jetzt ist er da durchgekrabbelt. Genau, jetzt sind wir an der richtigen Stelle. Hier unten vielleicht. Ja, genau. Hier. Die Luke ist aber zu. Die öffnet sich wahrscheinlich erst ganz zum Schluss. Da ist das goldene Secret drin. Ja, ich überlege mir irgendwas und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.